Willkommen zurück und wir schauen nach Österreich. Da gibt es heute Nachmittag ein weiteres politisches Erdbeben. Die österreichischen Sozialdemokraten nämlich haben ihren Misstrauensantrag gegen die Regierung von Sebastian Kurz mit dessen politischem Vorgehen begründet. Und die rechtspopulistische FPÖ will diesen Misstrauensantrag heute Nachmittag gegen ihn unterstützen, damit für die notwendige Mehrheit sorgen. Hier sehen wir ihn im österreichischen Parlament, Kanzler Sebastian Kurz. Das hieße dann, dass die Kanzlerschaft des 32-jährigen Chefs der konservativen ÖVP nach knapp anderthalb Jahren beendet wäre. Das Bündnis aus ÖVP und FPÖ zerbrach ja nach nur 18 Monaten Regierungszeit, nachdem vor über einer Woche ein Enthüllungsvideo über den mittlerweile zurückgetretenen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eine schwere Regierungskrise ausgelöst hatte. Und in Wien verfolgt Marie Pschibilla diese Regierungskrise schon seit Tagen für uns. Marie Kurz hat jetzt allerdings und seine ÖVP bei den Europawahlen ein sehr gutes Ergebnis eingefahren. Wie sinnvoll ist es denn da von der Opposition, ihn zu stürzen? Könnte es möglicherweise ein Eigentor werden? Das könnte definitiv ein Eigentor werden, denn ganz klar, dieses Voting, das kann man deuten für Sebastian Kurz, für die ÖVP. Das haben ja auch viele Umfragen vor der Wahl jetzt schon deutlich gemacht, dass 64% der Österreicherinnen und Österreicher gerne wollten, dass er an der Macht bleibt, dass er Kanzler bleibt in diesen unruhigen Zeiten, zumindest eben bis dann zur Neuwahl im September. Und dem widersetzen sich nun die SPÖ und auch die FPÖ, denn beide wollen ja heute dafür stimmen, dass nicht nur er seinen Stuhl räumen muss, sondern auch eben die ganze Regierung zurücktreten soll. Das sind also nicht nur die ÖVP-Minister, sondern auch die vier neuen Experten, die ja letzten Mittwoch erst eingesetzt worden sind. Also all das soll Geschichte sein. Man fordert hier neue Experten. Und jetzt gerade unten im Plenarsaal spricht schon die SPÖ, begründet also ihren Antrag. Da kommen dann so Sachen wie Kritik an der Wahlkampffinanzierung bei der letzten Wahl, Kritik daran, dass er sich Samstag erst so spät geäußert hat, dass er erst eigentlich gar keine Neuwahlen wollte, sondern eigentlich das mit der FPÖ mit neuem Personal weiterführen wollte. All das wird hier scharf kritisiert. Es gibt auch schon Gelächter unten seitens der ÖVP. Also ich vermute, das wird jetzt eine sehr spannende Debatte hier werden in Wien. Dankeschön, Marie Pschibilla in Wien. Ja, nach der Europawahl, da geht es nun auch um die Frage, wer den neuen Chefposten der EU bekommt. Um mehr Transparenz herzustellen, soll der Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten einer der jetzt bereits bekannten Spitzenkandidaten werden. Und für die CDU ist klar, Manfred Weber, der EVP-Kandidat, sei in der Pool-Position. Er will heute Abend mit den Grünen, Liberalen und Sozialdemokraten erstmals über ein künftiges Bündnis im Europaparlament sprechen. Auch für ihn ist der Chefsessel der EU-Kommission das Ziel. Manfred Weber, der deutsche Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, möchte EU-Kommissionspräsident werden. Auch der Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Europas, Franz Timmermans, hegt Ansprüche auf dieses Amt. Beide haben herbe Verluste eingefahren, könnten zum ersten Mal nicht in der Lage sein, eine Mehrheit im Parlament zu stellen. Doch als immer noch stärkste Fraktion im Europäischen Parlament hofft Weber auf den Posten. Ich hoffe, dass die Prinzipien von Demokratie, beispielsweise, dass die stärkste Fraktion auch eine Führungsaufgabe hat, dann auch respektiert und anerkannt werden. Im Europäischen Parlament wird es definitiv keine Mehrheit geben für irgendeinen Kandidaten, der nicht vorher Spitzenkandidat war, der nicht vorher Gesicht gezeigt hat. Transparenter soll dieses Konzept die Wahl des EU-Kommissionspräsidenten machen, demokratischer. Eine wichtige Rolle bei der Frage, wer Junckers Nachfolger wird, spielt der Ratspräsident. Donald Tusk muss zusammen mit dem neu gewählten Parlament diskutieren und gemeinsam einen neuen Kommissionspräsidenten vorschlagen. Dabei soll er das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen. Die Staats- und Regierungschefs entscheiden sich für einen Kandidaten. Dem muss dann das Parlament mit einfacher Mehrheit zustimmen. Die Grünen geben sich bei der Frage nach dem Amt des Kommissionspräsidenten zurückhaltend. Sie fordern ihre grünen Inhalte, Klima und soziale Gerechtigkeit, auf dem Verhandlungstisch. Es geht darum, eine Mehrheit zu bilden mit gemeinsamen Projekten, die einen Aufbruch für Europa bringen. Darüber hinaus werden wir dann sehen, wer von den Spitzenkandidaten, und ich betone von den Spitzenkandidaten, das am besten erfüllt. Da gibt es nicht einen Automatismus, dass nur der Vertreter der größten Koalition oder der größten Parteienfamilie diese ganzen Verhandlungen anführt. Am Ende könnte es die dänische Liberale Margrethe Vestager werden. Sie ist bekannt durch ihren Posten als EU-Wettbewerbskommissarin. Die 51-Jährige gilt bei der Besetzung des Chefpostens als Geheimtipp. Ansprüche auf das Amt vertritt sie nicht offensiv bislang. Die Diskussion über den EU-Kommissionspräsidentenposten ist in vollem Gange. Schon heute Mittag müssen sich die Fraktionen einig sein, ob sie ihren Spitzenkandidaten im Parlament durchsetzen können.
Ja, große Erleichterung über das Ergebnis der Europawahl im Großen und Ganzen, denn sozusagen wenigstens die Europa-Gegner haben nicht die Überhand gewonnen. Die einzelnen Ergebnisse, die fasst Carsten Hädler jetzt für Sie zusammen. Das vorläufige amtliche Endergebnis liegt vor und schauen wir uns mal ein bisschen genauer das künftige EU-Parlament an, obwohl da wird sich noch einiges ändern mit der Konstituierung Anfang Juli. Wir sehen hier auf der linken Seite, da gibt es doch herbe Verluste, sowohl bei den Linksextremisten als auch bei den Sozialdemokraten. Die Grünen und die Liberalen, die können das tatsächlich ein wenig ausgleichen. Die Grünen legen 19 zu, vor allen Dingen, weil auch in Deutschland die Grünen so gut abgeschlossen haben. Aber die Liberalen, das ist wirklich die große Überraschung in Europa, dass die 42 Abgeordnete zu bekommen. Die EVP, wir haben über Manfred Weber ja schon einiges gehört, der ist der Vorsitzende und Spitzenkandidat. Ob er aber tatsächlich Kommissionspräsident wird bei minus 39 Abgeordneten, das ist natürlich die Frage. Die gemäßigten Konservativen, die haben auf jeden Fall in Europa verloren. Und hier auf dem rechten Rand, da können wir es sehen. Also die sind richtig stark geworden, die haben große Zuwächse, nicht so stark wie eigentlich erwartet. Aber es ist jetzt auch schon klar, dass diese Parteien sich auch zusammenschließen wollen aus diesen verschiedenen Fraktionen, die es jetzt gibt, und eine neue Fraktion bilden werden mit der Konstitution. Das heißt, eine Fraktion der Rechtspopulisten. Und das bedeutet, dass die AfD da drin sein könnte. Da könnte Marine Le Pen drin sein. Da könnte der Italiener Salvini drin sein. Da könnte natürlich auch dann Nigel Farage bis zum 31. Oktober drin sein. Also das ist schon sehr interessant, wenn wir uns dieses neue Europaparlament angucken. Es sind ja insgesamt 751 Abgeordnete. Die Deutschen stellen die größte Fraktion mit 96 Abgeordneten. Und das bedeutet, tja, zwar die meisten Abgeordneten, aber ob sie einen deutschen Kommissionspräsidenten stellen, das ist die andere Frage. Lassen Sie mich vielleicht noch ganz kurz auf ein Beispiel gehen. Lassen Sie uns noch mal auf Italien gucken in Europa. Denn dieses Ergebnis, was wir da gesehen haben, das hat schon überrascht. Italien stellt allein 73 Sitze für das EU-Parlament. Und das bedeutet jetzt, dass wenn wir auf dieses Ergebnis noch einmal schauen, die Lega Nord, also die Rechtspopulisten des Innenministers Salvini, der ja sehr viel Werbung gemacht hat gegen Migration, gegen die Flüchtlinge, der hat 28,1% zugelegt. Und die Fünf-Sterne-Bewegung der Regierungspartner, die Linkspopulisten, die kommen gerade mal auf 17,1%. Die anderen Parteien spielen in Italien überhaupt keine Rolle, vor allem die Grünen spielen überhaupt keine Rolle. Das ist auch sehr interessant. Und da muss man tatsächlich festhalten, dass also bei dieser Wahl, die wir in Italien gesehen haben, dann doch vieles anders kam als erwartet. Soweit also ein kurzer Überblick über die Europawahl, denn die Ergebnisse, die haben uns schon ziemlich erstaunt, was da passiert ist. Und deshalb wird es in Europa auch sicherlich weiterhin sehr interessant zugehen. In der Tat, das wird es, und zwar jetzt gleich schon. Welche Schlüsse ziehen die Parteien aus diesen Ergebnissen? Gleich live die Pressekonferenz der CDU hier bei Welt. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück in unserer Welt-Sondersendung am Tag nach der Europawahl. Die beiden großen Parteien und die großen Wahlverlierer wollen sich heute und in dieser halben Stunde jetzt der Presse stellen, nämlich die CDU und die SPD. Fangen wir bei der CDU an. Bremens CDU-Wahlgewinner Carsten Meyer-Heder, der ist vom Parteivorstand in Berlin empfangen worden. Traditionell gab es für den Wahlerfolg bei der Bürgerschaftswahl einen bunten Strauß Blumen. Die Union konnte nach mehr als 70 Jahren erstmals an der SPD vorbeiziehen. Noch steht das amtliche Endergebnis nicht fest, aber aktuelle Hochrechnungen zufolge hat Meyer-Heder die Wahl knapp mit einem Prozentvorsprung für sich entscheiden können. Achim Unser für uns im Konrad-Adenauer-Haus, wo wir die Pressekonferenz erwarten in wenigen Augenblicken der CDU. Also Bremen ist natürlich der Strohhalm, an dem man sich klammern kann in der CDU. Aber dennoch, glaube ich, wissen auch da alle, zufrieden darf, kann man einfach nicht sein. Dafür waren die Verluste bei der Europawahl zu groß. Ja, natürlich. Einerseits will man natürlich Bremen feiern. Ich meine, da hat man jetzt tatsächlich geschafft, nach über 70 Jahren die SPD von Platz 1 zu verdrängen. Und jetzt geht das Ganze irgendwie ja auch unter in diesem Europawahlkampf, weil man da natürlich eben nicht das erreicht hat, was man wollte, was man sich vorgenommen hat. Und wenn man sich diese hohe Wahlbeteiligung dann auch noch ansieht, historisch hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl, und man hat eben nur 28% ungefähr erreicht, dann schlägt das natürlich heftig ins Kontor, vor allem von Annegret Kramp-Karrenbauer, der neuen CDU-Chefin. Die Frage ist, was bedeutet das auch für die Große Koalition in Berlin? Wie sieht man das aus CDU-Sicht?
Na, ich denke, das wird vielleicht, die Zusammenarbeit wird in Zukunft noch panischer gestaltet sein, weil natürlich die SPD, der geht es ja eigentlich noch schlechter. Sie hat noch noch viel mehr Prozentpunkte eingebüßt bei der Europawahl. Dort bekommt man ja schon mit, dass da relativ panisch damit umgegangen wird mit dem Ergebnis. Und bei der Union ist man jetzt auch nervös. Und insofern kann es sein, dass man sich da dann noch mehr hinter seinen Positionen verschanzt, um bei Wählern zu zeigen, dafür stehen wir. Weil das haben ja auch viele im Vorfeld gesagt. Wofür stehen wir eigentlich? Wofür steht die SPD? Wofür steht die Union? Da wollte man wieder mehr Klarheit haben. Und wenn man sich aber umso mehr hinter seinen Positionen verschanzt, dann wird es umso weniger Kompromisse geben in der Großen Koalition. Und das hat dann auch wieder eine negative Auswirkung. Das hat negative Strahlkraft auf die Bürger, die dann sagen, diese GroKo kann einfach nicht zusammenarbeiten. Dann fragen wir noch kurz nach bei Christina Lewinsky, die ist nämlich auch zugeschaltet, live von der SPD. Die will sich in wenigen Minuten äußern. Christina, ja, wie sehr leckt man dort die Wunden und wie sehr versucht man, den Schock von gestern heute zu verarbeiten? Wir haben keinen Ton. Doch, dass dort oben im Willy-Brandt-Haus einigermaßen die Fetzen fliegen dürften. Ihr hört mich nicht? Jetzt hören wir dich. Ja, also das Ganze dauert länger als gedacht. Präsidium und Vorstand treffen sich heute Vormittag. Eigentlich war die Pressekonferenz, die wir ja erwarten, wenig später schon für 11.15 Uhr angesagt. Jetzt hat man das Ganze nach hinten geschoben, denn der Gesprächsbedarf ist tatsächlich riesig. Es geht einerseits um das Thema personelle Konsequenzen, andererseits um das Thema thematische Konsequenzen. Beginnen wir mal mit den thematischen Konsequenzen. Da will die SPD ab jetzt ganz klar machen, dass sie sich mehr Profil geben möchte innerhalb der Großen Koalition. Man möchte sich nicht nur als irgendein Juniorpartner sozusagen an die Wand drücken lassen, sondern möchte ganz klar machen, wofür man selber steht, wofür man antritt und wie genau das Profil aussieht. Und ganz klar hat man da zwei Themen im Blick, nämlich das Thema Grundrente und das Thema Klimaschutzgesetz. Das sind die Bedingungen, die jetzt erfüllt werden müssen mit der Großen Koalition, damit das Ganze überhaupt noch eine Zukunft hat. Ja, und das Zweite sind eben personelle Konsequenzen. Da versucht man so eine Art Firewall um Andrea Nahles rumzubilden und sagt, eigentlich ist es jetzt nicht an der Zeit, über neues Personal an der Spitze der SPD nachzudenken. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist diese Debatte mittlerweile in vollem Gange, denn es gab ja letzte Woche schon Gerüchte um mögliche Putschversuche durch Martin Schulz. Also auch das, diese Diskussionen werden sich nicht verhindern lassen. Und was heißt das dann konkret für die SPD? Wie lange wird sie wohl in der Großen Koalition noch aushalten wollen? Also hört man Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, ich habe ihn auch vorhin kurz im Interview gehabt, da sagt er, wir wollen in der Großen Koalition bleiben, keine Frage, aber wir haben auch einen Koalitionsvertrag und da möchten wir die Punkte, die wir darin vereinbart haben, mit der Union auch abarbeiten. Auch wenn man Paul Ziemiak auf der anderen Seite hört, der Generalsekretär der CDU, auch er hat gesagt, natürlich, diese Regierung ist bis 2021 gewählt und im Amt und wir wollen jetzt gemeinsam daran arbeiten. Ich denke, das ist das, was man jetzt erstmal sagt. Wie es dann wirklich weitergeht, das ist die große Frage, wie Achim unser schon anklingen hat lassen. Es dürfte deutlich panischer werden, das Ganze dürfte instabiler werden, denn beide Seiten dürften mehr auf ihr eigenes Parteiinteresse blicken, als mehr auf die Regierungsverantwortung, die man ja irgendwo hat. Ja, und dann sitzt der SPD ja immer noch diese sogenannte Halbzeitbilanz im Nacken. Sprich, im Herbst, da möchte man einen Strich unter die ersten zwei Jahre ziehen und sehen, wie diese Halbzeitbilanz aussieht. Und das ist ja so eine Art Exit aus der Großen Koalition, die man vereinbart hat. Ja, und vor allem dürfte die Gefahr groß sein, dass die GroKo-Gegner, derer die SPD ja doch einige hat, die ja gar nicht in diese Große Koalition eintreten wollen, dass diese Gegner jetzt lauter werden und ganz genau hinschauen eben, ob man diese Halbzeitbilanz eben nicht nutzen könnte, um hier einen Ausweg aus der GroKo zu finden. Es wird also ein bisschen ungemütlicher, auch in der GroKo. Christine, von dir schauen wir nochmal zu Achim Unser, zur CDU, wo wir im Konrad-Adenauer-Haus ja die Pressekonferenz der CDU-Spitzen nach der Europawahl erwarten. Aber Achim, wenn man sich die Ergebnisse auch genau anschaut, dann sieht man auch, die CDU kann sich nur noch wirklich fest auf die Rentner verlassen, auf die ältere Wählergruppe. Und der Umgang zum Beispiel auch mit dem Video des YouTubers Rezo, da hat die CDU auch eine sehr unglückliche Figur gemacht. Ja, und das gibt man hier auch wirklich zu, ganz offen gibt man das zu. Also Mike Moring, der thüringische Landesvorsitzende der CDU, der hat gesagt, das war ganz miserabel, das Management da. Und Paul Ziemiak, der Unionsgeneralsekretär, der CDU-Generalsekretär, der gibt es ja auch mittlerweile zu, dass man da suboptimal, weit unter suboptimal gehandelt hat. Und während wir hier auf Annegret Kramp-Karrenbauer warten, dann sind hier auch einige Politiker jetzt im Foyer, unter anderem Carsten Linnemann, den Chef
der Mittelstandsunion, den jungen Chef der Mittelstandsunion. Und der ist umringt von Journalisten. Als der heute Morgen hier reinkam, hat er gesagt, es herrscht Alarmstufe Rot. Also das hört man ja auch selten im Konrad-Adenauer-Haus, dass man das jetzt schon das bei der Union sagt. Das ist man ja eher bei der SPD gewohnt. Jetzt sagen das auch die jungen Politiker der Union. Sie sehen eben tatsächlich, die Alten wählen die Volksparteien, aber die Jungen eben nicht. Also zum Beispiel bei der SPD waren es nur 10% der Erstwähler, die die SPD gewählt haben, ähnliche Zahlen bei der Union. Und da machen sich jetzt eben auch die jungen Unionspolitiker hier Sorgen. Wie wollen wir das denn in Zukunft dann noch schaffen, dass wir Volkspartei bleiben? Wir müssen auf jeden Fall uns ändern. Markus Söder, der CSU-Chef, der hat ja gesagt, die Union muss jünger, muss cooler werden. Und da muss man jetzt einfach sehen, wie die Partei ja damit umgeht. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja gleich ihre Pressekonferenz. Vielleicht sagt sie da schon irgendwas. Wenn nicht, dann gibt es ja auch noch die Vorstandsklausur, die demnächst stattfindet. Ja, AKK ist eigentlich gestartet sozusagen als eine Erneuerung an der Parteispitze. Was bedeutet dieses Wahlergebnis jetzt für Sie persönlich und auch natürlich für mögliche Absichten irgendwann während der Legislaturperiode vielleicht sogar noch Kanzlerin Merkel zu beerben? Ja, da haben ja jetzt schon die Spekulationen begonnen. Reicht das, was sie da tut? Ich komme nochmal zurück auf Carsten Lindemann, der hat gesagt, dieses Doppel Angela Merkel im Kanzleramt, Annegret Kramp-Karrenbauer hier im Konrad-Adenauer-Haus, das muss noch besser zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es auch schon Überlegungen, was passiert jetzt eigentlich mit dem Kabinett? Katharina Barley geht ja, das wissen wir. Da muss jetzt sowieso umbesetzt werden. Vielleicht gibt es noch mehr Umbesetzung, vielleicht auf Seiten auch der Union, dass man sofort irgendwie im Kabinett sozusagen eine große Änderung macht man, weil manche sagen auch, Annegret Kramp-Karrenbauer müsste eigentlich in dieses Kabinett reingehen. Und da gibt es auch schon wieder, sage ich mal, wilde Spekulationen. Sie könnte ja irgendwie dann doch Innenministerin werden. Das war sie auch schon mal im Saarland. Dafür müsste dann aber Horst Seehofer gehen. Aber tatsächlich wird da schon überlegt, ob man sie präsenter platziert, näher an der Kanzlerin dran, damit sie da doch dann noch mehr, sage ich mal, mehr Punkte machen kann. All das, sage ich mal, wird jetzt von außen spekuliert, ob das auch von Ihnen tatsächlich dann so diskutiert wird, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Achim, wenn die CDU selbstkritisch sagt, wir müssen cooler werden, wir müssen jünger werden, dann ist das zwar verständlich, aber vielleicht doch nur Kosmetik. Man muss ja auch thematisch arbeiten. Wie konnte es denn passieren, dass die große CDU, diese Partei, das Thema Klimaschutz im Europawahlkampf ja fast schon missachtet hat und dann sozusagen die Stimmen ja letztlich dann den Grünen überlassen hat? Wie konnte das passieren thematisch? Naja, erstmal ist dieses Thema Klimaschutz natürlich das originäre Thema der Grünen. Und wenn jemand über Klimaschutz redet, dann sind es einfach die Grünen, denen man das am ehesten abnimmt, weil sie da einfach am kompromisslosesten auch agieren. Die CDU als Volkspartei muss eben auch immer die Arbeitsplätze im Sinn haben. Da zum Beispiel eben auch bei der Kohlekommission wurde das natürlich auch wieder sichtbar. Man kann eben, sage ich mal, als eine CDU, die eben sich auch um Wirtschaft kümmert, das ist ja auch ihr originäres Thema, Wirtschaft, kann man dann eben nicht so radikal beim Klimaschutz argumentieren, wie eben die Grünen das können, die ja auch Oppositionspartei sind. Die CDU ist Regierungspartei, muss immer gucken, muss immer sozusagen einen Kompromiss finden zwischen, ist die Wirtschaft zufrieden, wie steht es mit den Arbeitnehmern und dann eben drittens, wie schaffen wir es sozusagen der Umwelt Gutes zu tun. Und das ist eben das Problem der beiden Regierungsparteien, dass sie beim Klimaschutz nicht voll nach vorn preschen können. Und ich denke mal, diese Fridays for Future Bewegung hat natürlich diesem Wunsch nach mehr Klimaschutz in der Bevölkerung einen deutlichen Push gegeben. Alle haben gesagt, es muss jetzt was passieren. Und eine Regierungspartei, die argumentiert dann immer so, ja klar, wir wissen, dass da was passieren muss, aber wir müssen dies und jenes eben auch beachten. Und davon kann sich die Union und auch die SPD, beide Parteien können sich davon nicht so leicht befreien. Und wir gehen noch mal ins Willy-Brandt-Haus zu Christina Lewinsky, während wir auf AKK warten, hier im Konrad-Adenauer-Haus. Und Christina Lewinsky, wir hören, dass bei dir sozusagen das geplante Statement erstmal verschoben ist. Da hatten wir ja auch in wenigen Minuten schon mit gerechnet, aber offenbar gibt es doch noch mehr Diskussionsbedarf bei der SPD.
Ganz richtig, Dietmar, das offizielle Statement ist auf 14.30 Uhr jetzt verschoben worden. Der Grund ist ganz einfach, dass es eben viel Diskussionsbedarf gibt. Und ein Grund liegt auch darin, dass die sogenannte Partei Linke, also rund um Ralf Stegner und Kevin Kühnert, den Juso-Chef, ein sogenanntes Positionspapier vorgelegt haben. Und in diesem Positionspapier, da fordern sie ja Bedingungen, unter denen die Große Koalition fortgesetzt werden soll. Da werden Dinge genannt, die schon einigermaßen bekannt sind, die auch allseits bekannt sind, die zum Teil auch im Koalitionsvertrag drinstehen, wie zum Beispiel die Grundrente. Aber da ist ja der große Knackpunkt eben mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung. Dieser Streit, der ist ja auch noch mal kurz vor der Wahl ganz massiv entbrannt zwischen CDU und SPD. Die Grundrente ist also eines dieser Voraussetzungen. Das andere ist das Klimaschutzgesetz. Da fordert die Linke, dass das unbedingt kommen muss. Und sollten diese Bedingungen nicht erfüllt werden, dann möchte man eben durchaus die Frage stellen, ob diese große Koalition noch einen Sinn hat. Das ist jetzt dieses Grundsatzpapier. Und das wird natürlich heute auch ganz intensiv besprochen werden. Ich habe mich vorher mit Stefan Weil aus Niedersachsen unterhalten. Er hat gesagt, generell sind das keine neuen Dinge, die in diesem Papier stehen. Aber es ist doch so, dass nicht die ganze Partei hinter diesem Papier steht. Denn es macht momentan wenig Sinn, mit solch energischen Punkten in die Große Koalition hineinzugehen und hier noch mehr sozusagen die Kandare anzuziehen. Denn es geht jetzt vor allem darum, mit der Union friedlich weiter zu regieren und hier ein Modus vivendi zu finden, um eben sich nicht zu zerfleischen und hier nicht noch mehr zu mehr Instabilität zu führen, als das ohnehin schon der Fall ist. Christina, du hast ja mit vielen Politikern auch gesprochen seit der Wahl gestern oder auch an der Wahl gestern. Was ist eigentlich schlimmer für die SPD? Wie empfinden die Politiker das? Der große Verlust bei der Europawahl oder der Verlust der Mehrheit in Bremen, was ja tatsächlich ein historisches Ereignis und durchaus auch eine Schmach für die SPD ist? Also da möchte man überhaupt keine Kategorisierung vornehmen. Natürlich wurde die Frage heute schon oft gestellt, aber beides ist, denke ich, dramatisch für die SPD. Natürlich auch der Verlust in Bremen. Was ja ganz interessant ist, ist, dass die SPD-Wähler in Bremen dort sehr viel schlechter gestimmt haben für bei der Bürgerwahl als dann für die SPD bei der Europawahl. Das ist sicherlich auch nochmal ein Ergebnis, das heute nochmal diskutiert wurde. Und diskutiert wurde natürlich auch das Thema Personaldebatte, denn zum Beispiel Sigmar Gabriel, der ehemalige Partei, der Chef hat ja gesagt, es müsse jetzt auch Konsequenzen geben beim Personal. Es brauche jetzt jemanden, der sich hinstellt und Verantwortung übernimmt. Und das wird zwar so ein bisschen von der Parteiführung weggewischt und es wird gesagt, wir brauchen keine Ratschläge von der Seitenlinie von einem ehemaligen Vorsitzenden. Aber natürlich, diese Personaldebatte ist im vollen Gange. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, Andrea Nahles ist im Prinzip alternativlos, denn es tut sich momentan keine Führungspersönlichkeit innerhalb der Sozialdemokraten hervor. Diese Persönlichkeit, die irgendwie nach vorne preschen könnte, die sagen könnte, jawohl, ich übernehme hier das Zepter und versuche, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Also diese Alternativlosigkeit könnte möglicherweise auch dazu führen, dass man da jetzt erstmal sagt, man hält die Füße still. Andere Stimmen wiederum, die sagen, man müsste vielleicht Partei- und Fraktionsvorsitz trennen. Also das zeigt schon, es sind viele Vorschläge, die hier auf den Tisch liegen, viele, was diskutiert wird. Und wir hoffen natürlich uns erste Antworten gleich bei der Pressekonferenz. Viel wird diskutiert, deswegen verzögert sich auch die Pressekonferenz der SPD auf mindestens 14.30 Uhr. Dankeschön, Christina. Und wir sehen es auch live aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Auch dort die Pressekonferenz verzögert sich. Sie sollte um 13:30 beginnen. Aber natürlich gibt es auch innerhalb der CDU noch Diskussionsbedarf. Sobald es dort losgeht, zeigen wir Ihnen live diese Pressekonferenz. Und in der Zwischenzeit gehen wir kurz nach Wien, denn dort passiert auch sehr viel. Das Erdbeben ist in Gang und Kanzler Kurz steht offenbar kurz vor dem Sturz. SPÖ und FPÖ haben sich auf ein Misstrauensvotum gegen ihn geeinigt. Die Debatte dort in Wien läuft und so hat sich vor wenigen Minuten Kanzler Kurz selbst geäußert. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bin normal ein eher ruhiger Mensch und ich habe mir schon viel anhören müssen und habe schon viel ausgehalten. Ich muss zugeben, in diesem Fall ist es mir etwas schwer gefallen, aber ich habe mich entschieden, mich von Ihnen nicht provozieren zu lassen, Herr Abgeordneter Leichtfried. Ich werde daher auch nicht auf alle Unterstellungen und Anpatsversuche reagieren, die Sie da jetzt schrittweise aufgelistet haben. Ich glaube, es würde auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich möchte vielmehr die Möglichkeit nutzen, Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und natürlich auch den Österreicherinnen und Österreichern, noch einmal meine Sicht auf die Dinge zu skizzieren und Ihnen auch zu beschreiben, warum wir in der letzten Woche
die Entscheidungen so getroffen haben, wie wir sie getroffen haben. Ich möchte vielleicht zunächst einmal mit einem Punkt beginnen, wo wir vermutlich wirklich alle Fraktionen übereinstimmen. Die vergangene Woche, das war eine sehr turbulente Zeit für Österreich, es war eine herausfordernde Zeit für die Republik, für die Politik in Summe, und es hat sicherlich nicht dazu beigetragen, das Ansehen Österreichs in der Welt und auch das Ansehen der Politik in Österreich zu steigern. Die vergangene Woche war, wenn wir so wollen, auch eine Zäsur in der politischen Arbeit in diesem Land. Ich möchte daher zu Beginn noch einmal festhalten, dass ich sehr, sehr stolz und auch zufrieden bin mit der Arbeit, die wir als Bundesregierung in den letzten 1,5 Jahren geleistet haben. Ich möchte mich ganz deutlich bei allen Regierungsmitgliedern, ganz gleich ob von Volkspartei oder Freiheitlicher Partei, für diese Zusammenarbeit bedanken. Es war eine Zeit, in der es uns gelungen ist, nach 60 Jahren die Schuldenpolitik zu beenden, in der es uns gelungen ist, gegen illegale Migration anzukämpfen, in der es uns gelungen ist, Steuerentlastungen durchzuführen, den Standort Österreich zu attraktivieren, die Arbeitslosigkeit zu senken und endlich wieder das Land in die richtige Richtung zu führen. Es war eine gute Arbeit, die hier geleistet wurde, und ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der Bundesregierung dafür. Die Enthüllungen der vergangenen Woche haben leider Gottes nicht nur dazu geführt, dass eine politische Partei, nämlich die FPÖ, sich beschädigt hat. Sie haben nicht nur dazu geführt, dass das Ansehen Österreichs in der Welt gelitten hat. Sie haben nicht nur dazu geführt, dass auch das Vertrauen in die Politik zurückgegangen ist, sondern die Enthüllungen haben auch dazu geführt, dass diese gute, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit beendet wurde. Ich habe mich daher in den Tagen nach den Enthüllungen um eines bemüht, nämlich für Stabilität in Österreich zu sorgen. Ich habe mich bemüht, gemeinsam mit dem Bundespräsidenten sicherzustellen, dass wir eine handlungsfähige Regierung haben und vor allem auch, dass es zur Aufklärung kommt aller Vorwürfe, die im Raum stehen. Und das betrifft zum einen die Inhalte des Videos, die Ideen von Machtmissbrauch, von Umgang mit Steuergeld und ein falsches Politikverständnis. Es betrifft aber auch die Art und Weise, wie dieses Video entstanden ist, die Frage, wer es erstellt hat und vor allem, wer es bezahlt und beauftragt hat. Ich möchte mich an dieser Stelle beim Bundespräsidenten bedanken. Wie Sie wissen, kommt der Bundespräsident nicht gerade parteipolitisch aus der Ecke der Volkspartei. Aber ich habe in dieser Woche erlebt, dass der Bundespräsident sich Tag und Nacht bemüht hat, für Stabilität zu sorgen, einen Beitrag zu leisten, dass die Monate bis zur Wahl in aller Ruhe und Ordnung über die Bühne gehen können. Und ich bedanke mich an dieser Stelle explizit für die gute Zusammenarbeit in dieser für uns alle sehr fordernden Phase. Nachdem der Abgeordnete Leichtfried die Ereignisse der letzten Woche aus seiner Sicht Revue passieren hat lassen, möchte ich noch einmal die Möglichkeit nutzen, auch meine Sicht der Dinge darzulegen. Der Bundespräsident hat mich am Dienstag beauftragt, eine Expertenregierung zusammenzustellen. Er hat mich gebeten, die frei werdenden Ressorts. Aus Österreich schauen wir direkt zur CDU, ins Konrad-Adenauer-Haus. Pressekonferenz der CDU mit Annegret Kramp-Karrenbauer nach der Europawahl. Kandidaten für die Bürgerschaftswahl in Bremen, Carsten Meyer-Heder. Wir wollen es so machen, dass wir zuerst über die Bremer Bürgerschaftswahl sprechen, weil Herr Meyer-Heder weg muss, und dann im zweiten Teil über die Europawahl. Frau Kramp-Karrenbauer wird beginnen. Bitte schön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Carsten, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach sehr ausgiebigen Gremiensitzungen der CDU, was sicherlich keinen überraschen wird, nach dem gestrigen Wahlabend. Ich darf mit einem uneingeschränkt positiven Ergebnis beginnen, und das ist das Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Bremen. Wir haben heute alle miteinander
ganz herzlich Carsten Meyer-Heder und allen Parteifreundinnen und Parteifreunde in Bremen gratuliert, denn dieser Wahlsieg in Bremen ist im wahrsten Sinne des Wortes ein historischer, nach 73 Jahren überhaupt zum ersten Mal, dass die CDU in Bremen stärkste Kraft geworden ist, damit auch den Grundstein legt für einen möglichen Regierungswechsel. Und wir haben heute auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass in diesem letzten Jahr, in dem die Wahlkampagne in Bremen lief, ich kann mich noch sehr gut an den Start erinnern, ja viele sehr verblüfft waren, als die CDU Carsten Meyer-Heder zum Spitzenkandidaten gewählt hat. Die Wahlkampagne war sehr ungewöhnlich, sie war sehr authentisch. Und ich bin heute sehr froh, auch als Bundesvorsitzende, dass ich das Gefühl, das ich bei meinem ersten Treffen mit Carsten Meyer-Heder beim Parteitag der CDU in Bremen hatte, dass er nämlich genau der richtige Kandidat ist und dass er wirklich sehr authentisch ist und das richtige Angebot an Bremen ist, dass sich das jetzt auch im Wahlkampf bestätigt hat. Und deswegen geht unser ganz, ganz großer Dank, aber vor allen Dingen auch ein ganz großer Glückwunsch an alle Freundinnen und Freunde in Bremen, aber ganz persönlich auch an Carsten Meyer-Heder bei aller Unterstützung. Das ist vor allen Dingen auch sein persönlicher Erfolg. Und deswegen hat das Gesamtpaket gestimmt. Dafür einen herzlichen Glückwunsch. Und wir erwarten jetzt natürlich auch, dass mit Blick auf dieses Wahlergebnis, das was deutlich geworden ist, dass nämlich Rot-Grün in dieser Form keinen Bestand mehr hat, dass das auch Konsequenzen hat. Ich glaube, das ist heute auch deutlich geworden, die CDU reicht die Hand dafür, für einen Neuanfang in Bremen, für eine neue Dynamik. Und wir werden das von Seiten der Bundespartei entsprechend unterstützen und auch begleiten. Ja, liebe Annegret, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, oder Moin, ne, wie wir an der Weser zu sagen pflegen. Ja, letzten Sonntag war Wahl und es ist tatsächlich gelungen, zumindest sagen das alle Voraussagen und Prognosen und Hochrechnungen, dass wir 1 bis 2 Punkte vor der SPD liegen. Das hat es, wie gesagt, noch nie gegeben. Und da sind wir erstmal sehr, sehr stolz drauf. Wie konnte das gelingen nach 73 Jahren? Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Einen, und da möchte ich gerne auch nochmal auch an Jörg Kastenicke denken, der das jetzt ja heute leider hier nicht erleben darf. Aber Jörg ist schon maßgeblich auch Architekt dieses Projektes, nenne ich es mal. Also Jörg hat sich getraut. Also drei Gründe gab es, warum hat die CDU das hingekriegt. Ich glaube, der erste ist, mich als Quereinsteiger mit einer vielleicht auch für einen CDU-Kandidaten etwas schrägen Vita einfach das mal zu versuchen, im Wissen darum, dass aus der CDU in Bremen, aus dem eigenen Beritt, das wahrscheinlich nicht klappen würde. Und dafür ist wirklich auch Jörg maßgeblich verantwortlich, dass er sich das getraut hat. Das Zweite ist, dass es wirklich eine Wechselstimmung gibt in Bremen. Also Bremen steht an vielen, vielen Stellen nicht gut da. Und das erkennen inzwischen auch die Bürgerinnen und Bürger. Und das Dritte ist ganz wichtig. Jeder hat noch bis vor 2 Monaten vor der Wahl gedacht, ah, die streiten sich sowieso wieder da in Bremen, weil das bisher immer so war, war aber nicht so. Die CDU in Bremen war sehr geschlossen hinter diesem Projekt und es gab wirklich viele, also es gibt einen Beraterkreis, es gibt einen großen Unterstützerkreis, wir haben sehr viel Zuspruch außer Gesellschaft, aber auch außer Lehrerschaft. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Zustimmung und die hat uns am Ende auch getragen. Was heißt das jetzt aber? Also was, 3 Sachen sind passiert. Also die SPD hat, also genau wissen wir es ja noch nicht, sondern Mittwoch wird das finale Ergebnis vorgetragen. Die SPD hat 8% verloren, würde sagen, mit dem klaren Auftrag, ihr sollt es nicht mehr machen. Wir sind stärkste Fraktion mit aus unserer Sicht dem klaren Auftrag, bitte versucht ihr doch mal euer Glück. Euer Glück ist es ja nicht, sondern ne, wir müssen mal hier den Wechsel hinkriegen. Ihr könnt es besser, also macht es bitte. Und uns hat man auch der CDU in Bremen zugetraut, für diese Themen, die Bildung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, politische Themen anzusprechen. Das Thema Digitalisierung, ich meine, das habe ich 25 Jahre gemacht. Ich glaube, das haben wir sehr glaubwürdig auch erzählt im Wahlkampf. Aber natürlich auch Richtung Grüne, die Aussage Klimaschutz, Umwelt ist uns auch sehr wichtig. Ne? Also die Grünen sind auch gestiegen in den Umfragen. Und deswegen werden wir uns jetzt hinsetzen und sagen, okay, vielleicht können wir das, und da sind wir guter Dinge, diese gemeinsamen Themen zusammenbringen und werden jetzt sehr, sehr zügig in die ersten Sondierungsgespräche gehen, und zwar jetzt schon am Mittwoch mit den Grünen, am Freitag mit der FDP. Und wir streben
Schwarz-Grün oder Jamaika an. Und dafür werden wir uns einsetzen, dafür werden wir kämpfen. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir das programmatisch dann auch übereinander gelegt kriegen. Aber es gibt viele Themen, wo wir auch mit den Grünen tatsächlich in der Stadt auch deckungsgleich sind, gerade was das Thema Verkehr angeht. Also da sehe ich keine großen Konflikte. Ja, also werden wir jetzt sondieren und dann gucken, also erstmal das Endergebnis abwarten und dann werden wir sondieren und dann hoffen wir, dass ich Bürgermeister und damit auch Ministerpräsident in Bremen werde. Vielen Dank. Ich habe jetzt schon 4 Fragen notiert, die dann bitte alle zur Bremenwahl sind. Frau Dunz, die erste. Eine Frage an Herrn Meyer-Heder. Sie haben gerade selber darauf angesprochen, 25 Jahre haben Sie Digitalisierung gemacht. Haben Sie eine Empfehlung für die Bundespartei, dass Sie einen anderen Umgang mit Gruppen, die Sie bisher nicht gut erreicht hat, nämlich die Jungen, dadurch besser machen könnte? Und eine Frage an Sie, Frau Kramp-Karrenbauer, wenn die SPD nun, beziehungsweise die Grünen werden es ja entscheiden, wie die Regierung in Bremen aussehen wird, aber welche Auswirkungen wird das auf die Große Koalition haben, wenn die SPD alles daran setzen wird, nicht mit Herrn Meyer-Heder, dass es keine Regierung mit Herrn Meyer-Heder gibt? So. Okay. Ja, ich werde mich hüten und jetzt schon Tipps an die Bundespartei vergeben, tatsächlich. Aber ich glaube schon, was uns gelungen ist mit dieser, ich weiß nicht, wer sie gesehen hat, schon eine vielleicht auch eine bisschen andere, moderne, auch so ein bisschen eine Kampagne mit dem Augenzwinkern. Ich glaube schon, dass es damit gelungen ist, auch mal Wähler, die eben nicht klassisches CDU-Klientel sind, zu gewinnen und tatsächlich auch die CDU Bremen aus dem Image-Loch, was wir auch in Bremen hatten, die CDU, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, mit der Kampagne ist das gelungen und vielleicht können wir da auch gucken, ne, dass auch die Bundes-CDU vielleicht sich da auch noch mal ein bisschen jugendlicher aufstellt. Auf Hartes. Ach so, ja. Entschuldigung, zweite Frage an Frau Kramp-Karrenbauer. Also erstens, die Bundes-CDU ist eine föderale Partei und lernt immer gerne von ihren Landesverbänden. Und der zweite Punkt, ich habe ja im Wahlkampf schon gesagt, dass ich die Festlegung der SPD nicht mit der CDU zu reden und nachher auch möglicherweise zusammenzugehen, im Übrigen glaube ich auch nicht mit der FDP, dass ich das als einen Ausdruck auch von einer gewissen Arroganz der Macht empfunden habe, sozusagen eine Woche vor dem Wahltermin überhaupt, wo noch gar nicht klar war, ob die SPD überhaupt in die Situation kommt, Gespräche zu führen, das schon auszuschließen. Aber das ist eine Bremer Angelegenheit. Das ist aus meiner Sicht nichts, was jetzt in die Frage der Großen Koalition auf der Bundesebene hineinspielt. Ich hoffe sehr, dass es der CDU in Bremen vor Ort gelingen wird, eine neue Dynamik, eine Aufbruchskoalition auch für Bremen zu gestalten. Vielleicht, wenn ich das kurz ergänzen darf. Also ich finde es auch ein komisches Demokratieverständnis, wenn man als Bürgermeister, der 8% verliert, offenbar den Anspruch erhebt, ich will hier weiter Bürgermeister sein. Aber gucken wir jetzt, wo es hinläuft. Frau Fates. Ja, Herr Meyer-Heder, ich wollte da noch mal anschließen. Wenn Sie als künftiger Bürgermeister in einem YouTube-Video konfrontiert werden mit massiver Kritik, wie antworten Sie dann? Also es ist schwierig, natürlich ist es nicht einfach in den Social-Media-Netzen, wenn einer schon 4 Millionen Follower hat und man hat selber keine, da maßgeblich darauf zu antworten. Aber ich würde es auf jeden Fall persönlich tun, ich würde es direkt tun, direkt ins Gespräch gehen. Ich glaube, das ist das Einzige, was man da machen kann. Aber wenn ich persönlich angegriffen werde, kann ich es ja auch persönlich tun. Ne? Aber Rezo, wenn Sie darauf anspielen, hat ja persönlich niemanden angegriffen, sondern die CDU ins Ganzen. Und deswegen, glaube ich, gab es da auch ein bisschen in der Phase Unklarheit, wie reagieren wir da jetzt vernünftig drauf. Also, aber wenn es persönlich ist, immer persönlich gegenhalten. Bitte? Habe ich noch nicht? YouTube. Ja, das würde ich machen, ja. Herr Lohse. Ja, Frau Kramp-Karrenbauer, Herr Meyer-Heder hat ja eben gesagt, vielleicht könnte das Modell, was in Bremen funktioniert hat, mit einem Quereinsteiger auch in der Bundespartei funktionieren. Sie sind ja von dem Modell Quereinsteiger relativ weit entfernt. Was halten Sie denn von dieser These, dass auch an anderer Stelle, wo auch immer, in der Bundespartei Quereinsteiger tatsächlich so einen steilen Erfolg haben könnten? Also wir haben in der Vergangenheit ja weniger auf der Bundesebene, aber in dem einen oder anderen Landesverband
ja auch immer mal Situationen gehabt, dass wir Spitzenkandidatinnen oder Kandidaten hatten, die sozusagen nicht aus der klassischen Parteihierarchie gekommen sind. Und das ist oftmals auch nicht wirklich erfolgreich gewesen. Das ist eine besondere Herausforderung, sowohl für die, die sozusagen einsteigen. Und das gilt insbesondere, wenn jemand als ein sehr erfolgreicher Unternehmer bereit ist, auch Farbe zu bekennen und zu sagen, ich stelle mich für eine Partei auch zur Verfügung. Das ist nicht selbstverständlich. Aber es ist eben auch für die Partei nicht selbstverständlich, es auszuhalten, dass jemand kommt, nicht aus dem klassischen Parteikontext, mit eigenen sozusagen Ideen, eigener Anmutung, dann auch als Partei zu sagen, das halten wir gemeinsam auch zusammen. Und das lassen wir auch zu. Und das ist genau das gewesen, was in Bremen passiert. Und Carsten Mayer-Heder hat eben zu Recht darauf hingewiesen, das war insbesondere das besondere Verdienst des gerade vor kurzem verstorbenen Landesvorsitzenden Jörg Kastendieck. Er hat das organisiert und er hat das auch zusammengehalten, und zwar bis in die letzten Tage hinein. Und insofern ist das jetzt ein Beispiel, wie es gelungen ist. Das ist immer abhängig von der Situation vor Ort, und das ist natürlich in einem so großen, komplexen Gebilde wie einem Bundesverband, einer Bundespartei, noch sehr viel schwieriger. Und mein Ansatz als Parteivorsitzende ist es natürlich, so viele kreative Leute, Männer, Frauen, Jüngere, Ältere, egal ob mit Parteierfahrung oder auch mit weniger Parteierfahrung, für uns zur Verfügung zu haben als Kandidatinnen und Kandidaten und denen auch den Raum zu geben. Das hat auch etwas mit Zukunftsgestaltung für die CDU zu tun. Das ist im Übrigen auch eines der Themen, über das wir ausgehend von der Klausurtagung verstärkt reden werden. Ich habe zur Bremenwahl jetzt noch zwei Fragen auf der Liste, Herr Blank und dann Herr Alexander, und dann würden wir dann zum Europawahlkampf übergehen. Ja, Herr Mayer-Heder, Herr Blank von der dpa. Ich würde gerne eine bundespolitische Frage an Sie stellen und die natürlich auch gleich an die Vorsitzende weiterreichen. Wenn Sie von Bremen aus auf die Große Koalition gucken, wenn die sich jetzt ihre Arbeit fortsetzt und nicht auseinandergeht, dann dürfte das auch Streit weitergeben in der Sommerpause. Wie vernünftig ist denn das aus Ihrer Sicht für die Gesamtpartei, aus Bremen heraus auf die Gesamtpartei geguckt? Und gibt es da einen Punkt für Sie, wo man vielleicht eine Notbremse ziehen müsste, wo man sagt, das schadet der CDU eher die Zusammenarbeit in der Koalition, als dass es ihr nutzt? Und vielleicht könnte auch Frau Kramp-Karrenbauer darauf kurz antworten. Also ich glaube, dass es gut ist, wenn im Bund jetzt die Große Koalition weiterläuft, zumindest, ne, wir haben noch drei Wahlen in Ostdeutschland. Ich glaube, da jetzt noch wieder eine neue Baustelle, neue Unruhe zu schaffen, glaube ich, wäre auch für die CDU an der Stelle nicht gut. Ich gehe auf die Frage nachher ein, wenn ich sowieso zum Gesamtkomplex Wahlanalyse noch mal was sage. Herr Alexander. Eine Frage an Herrn Mayer-Heder. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihre politische Konkurrenz in Bremen hat immer erzählt, Sie wären nur so eine Art Aushängeschild oder Maskottchen und hinter Ihnen würden die alten CDU-Strukturen stehen, die ja in Bremen nicht so populär gewesen waren. Sie haben dann gesagt, dass Sie der Oppositionsführer werden. Deshalb meine Frage, wann lassen Sie sich zum Fraktionsvorsitzenden wählen und streben Sie auch den Parteivorsitz in Bremen an, unabhängig davon, ob Sie Bürgermeister werden oder nicht? Ja, wir haben ja gesagt, also ich habe gesagt immer, dass die Frage kommt ja oft, Herr Mayer-Heder, wenn Sie es jetzt nicht werden, was machen Sie denn eigentlich? Also ich habe jetzt gesagt, bei einem guten Ergebnis bleibe ich in der Politik, aber in welcher Rolle, da haben wir im Augenblick noch, wir haben auch jetzt nicht über den Parteivorsitz, das hätte ich auch unredlich gefunden vor der Wahl. Da werden wir uns auch darüber unterhalten, in welcher Rolle ich denn dann in der Politik bleibe. Aber erstmal will ich Bürgermeister werden und darum geht es jetzt. Das muss ja bald geschehen. Ja. Kandidieren Sie dann oder nicht? Ist noch nicht entschieden. Ich finde, wir haben einen sehr guten Vorsitzenden, der macht das super, aber vielleicht Parteivorsitz, aber wir haben ja noch nicht final darüber diskutiert. Dann bedanken wir uns sehr herzlich bei Herrn Mayer-Heder. Verabschieden Sie ja von der Pressekonferenz. Vielen Dank. Ich würde mich dann schon auf den Weg nach Bremen. Alles klar, okay. Und Frau Kramp-Karrenbauer macht weiter. Ja, ich habe ja eben gesagt, das war der Teil der Wahlanalyse, der uneingeschränkt positiv war. Dann darf ich fortfahren mit dem Teil der Diskussion, die wir heute sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand geführt haben, mit den Wahlergebnissen, die das nicht waren. Ich will eins vorwegschicken, ich habe das gestern Abend auch schon sehr deutlich gesagt.
Bei all dem, was wir heute diskutiert haben, bleibt zuerst einmal festzuhalten, dass wir die beiden Ziele, die wir hatten, stärkste Partei in Bremen zu werden, erkennbar erreicht haben, dass wir auch das Ziel, stärkste Partei bei der Europawahl zu werden, erreicht haben und vor allen Dingen auch das Ziel erreicht haben, damit unseren Beitrag zu leisten, dass die EVP stärkste Partei bei der Europawahl wird und damit auch einer der stabilisierenden Faktoren im neuen Europäischen Parlament. Es ist aus unserer Sicht eben auch ganz klar damit unterstrichen, der Anspruch der EVP mit ihrem Spitzenkandidaten, und wir haben ja gesagt, auch heute noch mal unterstrichen, dass wir zum Spitzenkandidatenkonzept stehen, dass sich damit eben auch die Debatte jetzt verbinden wird, dass Manfred Weber aus unserer Sicht der Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten werden soll. Ich will das an den Anfang stellen und deswegen auch so klar betonen, weil in den nächsten Tagen, morgen ist ja insbesondere auch schon das erste Treffen der Staats- und Regierungschefs, natürlich schon entsprechende Weichen gestellt werden. Und weil es bei dieser Frage eben nicht nur um die Frage geht, aus welcher Parteienfamilie kommt ein Kandidat, sondern weil es da natürlich auch um nationale Interessen geht. Und wir haben die Chance, dass zum ersten Mal ein Deutscher an die Spitze einer Europäischen Kommission rücken kann. Und deswegen werden wir und haben wir das auch ganz deutlich noch mal kommuniziert und werden das auch in Brüssel so vertreten, und zwar auch die Bundeskanzlerin im entsprechenden Rat, dass wir zum Spitzenkandidatenkonzept und dass wir zu Manfred Weber stehen. Aber, und das will ich an der Stelle auch ganz deutlich sagen, das haben wir heute auch sehr deutlich gemacht in den beiden Gremien, das Ergebnis ist das historisch schlechteste, das die CDU jemals eingefahren hat. Sowohl als auf der Ebene der Europawahlen als auch auf der nationalen Ebene. Und ich will ganz deutlich sagen, dass es nicht das, was unserem eigenen Anspruch als Volkspartei gerecht wird. Das ist auch nicht das, was meinem Anspruch als Parteivorsitzender dieser Volkspartei gerecht wird. Und deswegen, und sage das ausdrücklich für die Partei, wird das und ist das auch kein Wahlergebnis, bei dem wir sagen, naja, wir sind stärkste Partei geworden und damit ist es jetzt auch gut, sondern wir werden dieses Ergebnis uns sehr genau nicht nur anschauen, sondern wir werden daraus unsere Schlüsse ziehen. Wir werden uns entsprechend auch dort, wo es nötig ist und wo wir das auch sehen, entsprechend verändern. Und das wird keine Veränderung sein, bei der es damit getan ist, dass wir an ein oder zwei Stellen einen Beschluss verändern oder etwas personell umstellen, sondern wir erleben, und das war heute auch ein Hauptbestandteil einer sehr offenen und sehr ehrlichen Analyse, dass wir uns noch mal angeschaut haben, was hat zu diesem Ergebnis geführt und was lernen wir daraus, was müssen wir auch daraus lernen. Zu diesem Ergebnis haben als allererstes eigene Fehler geführt. Ich will das gleich an den Anfang auch stellen, so wie ich das heute Morgen sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand gestellt habe. Wir haben die Wahl strategisch angelegt mit Themen, bei denen wir klare Kompetenzzuweisungen haben. Es ist uns allerdings nicht gelungen, auch in der Wahlkampagne diese Themen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und es ist uns auch nicht gelungen, sozusagen bei dem Thema, das am Ende die alleinige Dominanz hatte, nämlich das Thema Klimaschutz, das ganz andere Kompetenzzuweisungen etwa an die Grünen hat, dort entsprechend aus einer Offensivposition heraus diese Debatte zu führen. Wir haben zwei langfristige Trends, die wir feststellen, schon seit der Landtagswahl auch im vergangenen Jahr in Hessen und in Bayern. Das eine ist die Tendenz, dass die Regierungsarbeit kritisch bewertet wird, was sich weniger festmacht an den eigentlichen Ergebnissen der Regierungsarbeit, aber an der Tatsache im letzten Jahr, dass die Regierungsarbeit überlagert war durch den Streit zwischen CDU und CSU, in diesem Jahr sicherlich auch durch die Debatten zwischen CDU und SPD, beziehungsweise durchaus auch durch die kritische Auseinandersetzung der CDU, insbesondere auch mit eigenen Ressorts. Und wir haben zum Dritten, insbesondere auch beim Thema der Jungwählerinnen und Jungwähler, ein unterdurchschnittliches Ergebnis, weit unter dem, was wir bei den bisherigen Wahlen hatten. Und ich will an dieser Stelle eines ganz deutlich sagen, ich habe das auch heute ganz klar gemacht. Ich habe als Parteivorsitzende und ich habe in den letzten Wochen sehr viele Termine in diesem Wahlkampf gemacht.
Ich habe als Parteivorsitzende mich ganz persönlich zu bedanken bei Hunderttausenden von unseren Mitgliedern, die sowohl bei den Kommunalwahlen, bei der Europawahl, aber eben auch bei der Bürgerschaftswahl in Bremen ganz höchstpersönlich gekämpft haben. Morgens um 5 vom Bahnhof bis in die Nacht, bis zum Tag hinein, gestern noch in den Wahltag hinein. Und eine der aktivsten Gruppen in diesem Wahlkampf bei den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern waren insbesondere auch die Mitglieder der Jungen Union. Das ist an dieser Stelle vollkommen unbestritten und deswegen gilt auch mein herzlicher Dank an alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer und insbesondere auch an die Junge Union. Und was wir feststellen müssen, ist, dass wir bei den Jungwählern massiv verloren haben aus zwei Gründen. Das eine, weil wir eine ganze Themenpalette von Themen, die insbesondere die jüngeren Wählerinnen und Wähler sozusagen für sich auch in Anspruch genommen haben, nicht aus einer Position der Stärke heraus offensiv angegangen sind. Das betrifft das Thema Klimaschutz, das betrifft das Thema Artikel 13, Artikel 7, das gesamte Urheberrecht. Das betrifft aber natürlich auch, das ist ja eben schon angesprochen worden, etwa den Umgang und die Reaktion auf die Kampagnen und auf das entsprechende Rezo-Video. Dazu kommt aber auch, dass sich in den letzten Wochen und Monaten ein Image verfestigt hat, das der CDU insgesamt einen Rechtsruck attestiert hat. Und dieses Image hat sich aus vielen einzelnen Bausteinen zusammengestellt. Es ist da genannt worden, das Werkstattgespräch zur Migration. Es ist da sicherlich auch genannt worden, der Umgang oder die Position zum Artikel 13, zum Artikel 17. Es sind da genannt worden Äußerungen aus der Partei zum Umgang mit Fridays for Future. Es ist da auch genannt worden, etwa das ein oder andere Interview, auch aus dem Bereich der Jungen Union, auch von mir, auch Äußerungen von mir. Insofern hat jeder da seinen Beitrag dazu. Und aus diesem Image heraus, einer Rechtsverschiebung, die Werteunion hat auch ihren Beitrag dazu geleistet, ist auch der Eindruck entstanden, das haben wir sehr offen und auch sehr freundschaftlich heute im Bundesvorstand besprochen, auch der Eindruck entstanden und aus meiner Sicht vollkommen zu Unrecht entstanden, dass die Junge Union als Ganzes einen Rechtsruck hingelegt hat. Und wir haben heute noch mal sehr deutlich gemacht, und das will ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, es gibt an keiner Stelle einen Rechtsruck der Jungen Union. Das hat auch niemanden der Jungen Union unterstellt. Und will das auch ganz offen sagen, als Parteivorsitzende, und das gilt insbesondere und insgesamt hier für das Konrad-Adenauer-Haus, ist es und machen wir uns das zu eigen, wenn wir Fehler machen, dann stehen wir zu diesen Fehlern und es ist nicht unsere Art zu versuchen, irgendjemand irgendeine Schuld zuzuschieben. Das ist heute noch mal sehr eindeutig gesagt worden, eindeutig diskutiert worden ist aber auch heute im Vorstand und zwar nicht nur mit Blick auf die Junge Union, sondern auch auf die anderen Vereinigungen, dass wir eine sehr intensive Debatte auch in unseren Vereinigungen führen müssen, ob wir und inwieweit wir in diesen Vereinigungen eigentlich auch unserem eigenen Anspruch, Volkspartei zu sein und im Grunde genommen Generationen, soziologische Gruppen wirklich auch abzubilden, ob wir dem in allen Teilen gerecht werden. Deswegen wird das eine der großen Aufgaben auch für die nächste Zeit sein. Wir haben nach dieser sehr offenen und ehrlichen Analyse heute, die ein Einstieg war, festgelegt, dass wir diese Analyse und die Ableitung daraus fortsetzen werden. Wir nehmen uns sozusagen als Zeitraum, in dem wir uns verbessern wollen und auch verbessern müssen, den Zeitraum vor bis zum Spätherbst 2020, bis zum Bundesparteitag. Ich habe das ja an anderer Stelle schon gesagt. Das Ziel ist, dass wir an diesem Bundesparteitag das Grundsatzprogramm neu erstellen, das Regierungsprogramm für das Wahljahr 2021, die Kanzlerkandidatenfrage klären und auch die organisatorischen Vorbereitungen für das Wahljahr abgeschlossen haben. Der zweite Punkt ist, dass wir am nächsten Sonntag und am nächsten Montag einen nächsten Schritt gehen. Das wird die Klausurtagung sein. Wir werden an dieser Klausurtagung am Sonntagabend beginnen, nochmal mit einer vertieften Wahlanalyse. Das ist heute aufgrund der ersten Rückmeldung, die wir hatten, erfolgt. Wir hatten zum Beispiel nicht ausreichend Gelegenheit, heute nochmal en Detail über die unterschiedlichen Kommunalwahlergebnisse zu reden. Das wird sicherlich auch nochmal eine Aufgabe sein. Wir werden uns am Sonntagabend aber insbesondere auch mit dem Thema asymmetrischer Wahlkampf, was das Thema Netz anbelangt, was nicht nur jetzt das eine YouTube-Video anbelangt, sondern die Gesamtsituation.
Situation anbelangt, auch mit Experten noch einmal austauschen. Manfred Weber wird am Sonntagabend auch zu Gast sein, um aus seiner Sicht noch mal einen Zwischenstand zu geben, wie die Gespräche auf der europäischen Ebene laufen. Und wir werden die Beratungen am Montag fortsetzen mit Schlussfolgerungen aus diesen Analysen dieser Woche, heute schon und am Sonntagabend. Und werden dort auch schon Festlegungen treffen, was Umstrukturierung, was andere Organisationen anbelangt, was das Thema personelle Arbeit anbelangt. Ich habe das eben mit Blick auf die Vereinigungen ja schon angesprochen, aber insbesondere auch, was das Thema inhaltliche Neuaufstellung anbelangt. Das ist, wenn man es langfristig betrachtet, natürlich insbesondere verknüpft mit dem Thema Grundsatzprogramm. Es gibt aber auch die kurzfristigere Perspektive, die jetzt sozusagen bis zum Parteitag auch in diesem Jahr reicht. Und das wird bedeuten, dass wir uns insbesondere über die Frage noch einmal unterhalten vor den Landtagswahlen im Osten, welche Themen wir setzen, wie wir sozusagen mit welchem Programm und welchen Themen wir in die Sommerpause hineingehen. Wir haben das Thema ganz konkret noch mal anzusprechen, was steht jetzt noch im Bundestag an, in den entsprechenden Haushaltsberatungen auch, aber natürlich auch noch mal in der Frage, was sind jetzt die ersten konkreten Schritte, etwa beim Thema Klimaschutzgesetzgebung, was ja die Koalition vereinbart hat, dass wir das bis zum Ende des Jahres auch auf den Weg bringen werden, aber eben auch andere Themen. Die Debatte darüber wird auf der Grundlage der Analyse erfolgen. Wir waren uns heute in der Analyse sehr einig, dass wir im Grunde genommen, wenn man sich die letzten Jahre noch mal vor Augen führt, feststellen können, dass wir an drei entscheidenden Punkten große Kontroversen und Polarisierungen erlebt haben. Das eine war sicherlich im Themenbereich Wirtschafts- und Finanzkrise, was ja ein Stück weit auch zu ersten Entstehungsimpulsen der AfD geführt hat. Das zweite natürlich insbesondere in dem Zeitraum nach 2015 das Thema der Migration, was zu einer großen Kontroverse geführt hat und wo wir schon zum einen gesehen haben, dass sich schon angedeutet hat, dass die sehr gegensätzlichen Positionen von Grünen und von AfD sozusagen beherrscht werden und die CDU im Grunde genommen ein Stück dazwischen liegt. Und das Gleiche haben wir jetzt in den letzten Tagen insbesondere mit Blick auf das Thema Klima und Klimaschutz wieder erlebt. Man kann, glaube ich, schon nach der ersten Analyse sehr deutlich feststellen, etwa auch mit Blick auf die ostdeutschen Verbände, dass dort ein Teil der AfD-Stimmen sicherlich auch aus einer sehr kritischen Haltung zum Gesamtthema Energiewende und anderer Fragen auch herrührt. Zumindest war das auch der strategische Ansatz der AfD dort. Und für uns wird sich als CDU, und deswegen sage ich, es wird keine einfache und keine leichte und schnelle Operation sein, sondern eine sehr grundlegende. Für uns stellt sich als CDU die Frage, wenn wir in dieser Mittelposition in einer hochkontroversen Zeit sind, ob wir in dieser Kontroverse zerrieben werden, so wie wir das jetzt zum Beispiel erleben mit unseren Partnerparteien etwa in Frankreich. Die Republikaner sind bei 8-9% gelandet, jetzt bei der Europawahl, wie wir es vorher in Italien erlebt haben. Oder ob wir uns mit unserem Charakter, eine Volkspartei sozusagen in der Mitte zu sein, die in der Lage ist, Angebote zu machen, die im Grunde genommen beide Pole ein Stück weit auch zusammenbringt, ob wir dieser Aufgabe gerecht werden. Ob diese Aufgabe gelingt, liegt aus meiner Sicht vor allen Dingen auch an uns selbst. Das wird die Hauptaufgabe der nächsten 12-18 Monate sein. Darauf werden wir uns als Partei auch ganz stark konzentrieren. Der heutige Tag war der Anfang dieser Debatte. Er wird am nächsten Wochenende fortgesetzt. Ein erster Meilenstein wird sicherlich auch der Parteitag in diesem Jahr werden. Aber der große Baustein oder der große Schlusspunkt ist in der Tat der Bundesparteitag im Herbst 2020, wo die Weichen sozusagen für die nächste Legislaturperiode dann gestellt werden. Ich habe diese Analyse in aller Offenheit inklusive auch der eigenen Fehler heute dargestellt, sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand. Diese Analyse ist in weiten Teilen geteilt worden, auch die Ableitung, auch die Vorschläge, was jetzt das Verfahren anbelangt. Und insofern kann ich heute sagen, nach einem sehr schwierigen Wahlsonntag,
dass wir heute auch aus den Gremien mit einer hohen Geschlossenheit an diese Aufgabe herangehen. Es ist uns sehr bewusst, dass das keine einfache Aufgabe ist, aber wir sind alle miteinander sehr entschlossen, dass wir diese Aufgabe anpacken und dass wir in den nächsten Monaten das, was wir im Grunde genommen schon im letzten Jahr intensiver haben betreiben wollen, was aber ein Stück weit auch der Kontroverse zwischen CDU und CSU zum Opfer gefallen ist, dass wir das jetzt noch unter einem erhöhten Zeitdruck angehen müssen. Vielen Dank. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen, habe ich schon gesammelt. Frau Schwietzer ist dran in der letzten Reihe rechts. Frau Kamm-Karrenbauer, Sie haben es eben schon angedeutet, die nächsten Wahlen stehen im Osten an. In Sachsen und in Brandenburg war die AfD stärkste Kraft. Das ist jetzt kein ganz neues Phänomen. Wie kann die Bundes-CDU da Unterstützung geben? Braucht es nicht eine eigene Strategie für den Osten? Und wie wollen Sie auch in der Großen Koalition das umsetzen, was die Menschen im Osten interessiert, wo Sie sich gerade verhakt haben bei der Grundrente, bei der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum? Da steht ja auch noch eine Antwort aus. Also es ist einer der Punkte, die wir am Sonntag auch in einer Feinanalyse uns nochmal anschauen müssen. Zum Beispiel die Frage, sind die Einstellungen zu Themen, etwa auch wie Klimaschutz, gibt es da signifikante Unterschiede? Ist das Themensetting ein anderes? Und das ist eine der Fragen, auf der man dann auch die entsprechende Strategie aufbauen muss. Trotzdem muss man auch nochmal deutlich sagen, es wird natürlich vor allen Dingen auch darum gehen, dass in den drei wahlkampfführenden Verbänden und in den drei Bundesländern es natürlich auch um Landespolitik oder besonders um Landespolitik geht und wir sehr unterschiedliche Ausgangssituationen haben. Es geht zweimal darum, dass eine Regierung sozusagen abgewählt wird und wir als Opposition die Regierung übernehmen wollen und in Sachsen natürlich diese Regierung auch entsprechend zu verteidigen. Also insofern kann es auch nicht die eine Strategie über jedes Land geben. Die Ausgangslage ist eine sehr spezifische. Aber wir haben heute die Debatte erst angefangen und einer der sozusagen der Raster, die wir am Sonntagabend noch mal näher anlegen wollen, ist genau diese Diskussion oder diese Fragen und wird sich zum Beispiel auch um die Frage drehen, wie unterschiedlich sind eigentlich Kommunalwahlergebnisse, was größere Städte anbelangt, sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland, sind sehr unterschiedlich. Und davon werden wir auch unsere entsprechenden Positionen ableiten, auch was zum Beispiel die Frage anbelangt, wie wir bei gewissen Themenstellungen in der Großen Koalition weiter vorankommen. Soweit also die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu ihrer Nachwahlanalyse. Eigene Fehler seien gemacht worden, das hat sie eingestanden. Eigene Fehler der CDU, dass man Themen sozusagen nicht richtig transportieren konnte und auch auf Themen, die gesetzt wurden, nicht die richtigen Antworten hatte. Die Beiträge zum Beispiel zur Klimaschutzdebatte nicht sozusagen führen konnte und an sich reißen konnte. Ja, auch junge Menschen erreicht man dort nicht so wie gewünscht. Ein Problem, was auch die SPD hat. Und wir sind jetzt gespannt, wie die Analyse der Sozialdemokraten aussieht. Wir schauen gleich live auf die Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus. Die erwarten wir jetzt gegen 14.30 Uhr. Die ist heute schon zweimal verschoben worden. Der Diskussionsbedarf ganz offenbar riesig nach dem Debakel gestern bei den Europawahlen. Mehr dazu gleich bei uns. Bleiben Sie dran.